Berger AG in Konuflingen ist ein fast 100-jähriges Familienunternehmen in der Lebensmittelindustrie. Der feine Kaffee, der dort hergestellt wird, ist nur eines von vielen Produkten. Meistens fabrizieren die 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Sachen als Kaffee. Dazu der Inhaber und Geschäftsführer Walter Hostettler. Unsere Haupttätigkeit ist Rösten. Und wie gesagt, nicht Rösten von Kaffee, sondern Rösten von Kaffeeersatzmitteln. Das ist Chicorée, Getreide, Sesam, Leinsaat und solche Sachen. Wie hat Kaffee-Rösterei Berger die Nische gefunden? Die Nische hat unter uns gefunden. Also ich bin in der dritten Generation mütterlicherseits. Mein Urgrossvater, oder besser Urgroßvater, der Gottlieb Berger, hat die Firma gegründet. Darum heisst es auch Berger AG. Und er hat angefangen mit Zuckeressenz kochen. Im stillen Kämmerlein, ganz kleine Mengen. Das wird auch heute noch gemacht. Wir wollen zuschauen, wie das geht. Der Zucker wird eingekocht, bis er die richtige Konsistenz hat. Dann wird er zum Auskühlen in ein riesiges Kuchenblech abgeschüttet. Nach dem Austrocknen wird er schrittweise verkleinert. Und schliesslich in kleine Beutel abgepackt. Wer sind die Abnehmer von diesen speziellen Produkten? Unsere Kunden sind im ganzen Segment. Wir finden Privatkunden, die manchmal zu uns direkt kommen. Wir haben Detailisten, wir haben Grossisten, aber einen sehr grossen Teil sind Industriekunden, wie ein Hacko in Gümligen, der unser Produkt weiterverarbeiten. Einen grossen Teil dieser Produkte nehmen wir wieder zurück und füllen die in befreundeten Betrieben, z.B. in Gläser abfüllen oder bei uns selber in Bütteln abfüllen. Und das wird dann exportiert ins nahe Ausland. Frankreich, Deutschland, Italien sind grosse Abnehmerländer von uns.